Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg haben die westlichen Staaten schon viele Verbindungen nach Russland gekappt, nicht aber die Gasleitungen. Nun hat Russland dem Westen mit einem Lieferstopp von Gas gedroht. Man werde sich nicht als Wohltäter zeigen, sagte Kreml-Sprecher Peskow dem amerikanischen TV-Sender PBS. Hintergrund des Konflikts ist die Forderung Moskaus, Erdgas in Kürze nur noch gegen Zahlung in Rubel zu liefern. Das lehnt die EU bislang mit dem Verweis auf bestehende Verträge ab. Doch wie schnell könnte Deutschland überhaupt umsteigen und notfalls auf Energie aus Russland plötzlich ganz verzichten? Über diese Frage sind sich auch Fachleute nicht einig. Sie sind auf Gas angewiesen. Die Stickstoffwerke in Piesteritz in Sachsen-Anhalt. Hier wird Düngemittel hergestellt und AdBlue, ein Kraftstoffzusatz, der bei Dieselmotoren verwendet wird. Gas ist für uns ein Rohstoff. Es gibt Wenn wir diesen nicht haben, wir können ihn nicht ersetzen, also zumindest nicht in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, dann können wir die Anlagen nur abschalten. Diese Sorge haben viele Unternehmen. Denn sollte es zu einer Gasknappheit kommen, werden Privathaushalte gesetzlich bevorzugt. Für die Industrie wäre dann weniger übrig. Doch insgesamt gehe es auch ohne russische Energie, glaubt der Wirtschaftsprofessor Christian Bayer. Was wäre, wenn? Zusammen mit Kollegen hat er mögliche Auswirkungen auf die Wirtschaft berechnet. Wir gehen davon aus, dass es einen substanziellen Einbruch gibt, aber nicht katastrophal. Das liegt daran, dass die Wirtschaft viele Anpassungsmöglichkeiten hat, die weit über die industrielle Produktion hinausgehen. Denken Sie über Ladenöffnungszeiten nach, wenn dann in den frühen Morgenstunden, wo es kalt ist, oder in den Abendstunden, wo es auch kalt ist, der Laden zubleibt, muss der nicht so stark geheizt werden. Außerdem könne Gas teilweise durch andere Energieträger ersetzt werden. Unterm Strich würde die deutsche Wirtschaftsleistung ohne russische Energie um etwa 3 Prozentpunkte sinken, so die Berechnung. Allerdings ist dieses halbwegs optimistische Szenario unter Wirtschaftswissenschaftlern umstritten. Sebastian Dulin vom gewerkschaftsnahen Institut IMK kritisiert, dass darin wichtige Folgewirkungen eines Gasembargos fehlen. Das bedeutet, dass wenn jetzt die Haushalte mehr Geld für Heizung oder Kraftstoffe ausgeben müssen, dass sie möglicherweise weniger ins Restaurant gehen und dann in dem Restaurant Menschen entlassen werden müssen, die dann keinen Job mehr haben. Arbeitslosigkeit kommt in dem Modell einfach nicht vor. Und der zweite Wirkungskanal, der vernachlässigt worden ist, sind die Finanzmärkte, dass vielleicht Firmenpleiten dann zu Problemen im Bankensektor führen und damit die Krise vertiefen. Eine drohende Krise, auf die sich das Land vorbereiten muss. Die Bundesregierung überarbeitet deshalb den sogenannten Notfallplan Gas. Details will die zuständige Bundesnetzagentur nicht nennen. Aber es dürfte unter anderem darum gehen, welche Unternehmen im Fall der Fälle von der Gasversorgung abgeschnitten werden. Mein Kollege Ingo Zamperoni hat in den Tagesthemen mit dem Vorstandsvorsitzenden von E.ON, Leonhard Birnbaum, gesprochen und ihn gefragt, was denn konkret passieren würde, wenn Russland tatsächlich den Hahn abdreht. Was dann tatsächlich geschieht, ist, dass die industrielle Versorgung, insbesondere in der Industrie, die Versorgung mit Gas nicht dargestellt werden kann. Mhm. Sie haben das im Beitrag gesehen, es gibt die Bundesnetzagentur, die dann sich überlegt, ab wann gibt es welche Eskalationsstufe nach diesem Notfallplan Gas, der auch erwähnt worden ist. Und wenn es dann tatsächlich dazu kommt, dass festgestellt wird, es ist nicht genügend Gas im System vorhanden, es müssen Kunden abgeschaltet werden, dann wird nach einer vorher bestimmten Reihenfolge werden dann Kunden keine Gaslieferung mehr zur Verfügung gestellt. Und die Reihenfolge ist grob gesagt so, dass es erst die Industrie trifft und dann die Privathaushalte und dann besonders geschützte Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäuser. Und das würde aber bedeuten, dass die Industrie nicht mehr genügend Gas kriegt. Und das bedeutet, industrielle Produktion fällt weg, Wertschöpfungsketten fallen weg. Und dann kann es natürlich zu Folgeeffekten kommen, und das hat mir gerade im Beitrag gefehlt. Es kann dann sein, dass einem Automobilwerk demnächst nicht mehr der Chip fehlt, sondern es fehlt die Lenkstange, weil der Stahlproduzent kein Gas bekommen hat, um die Lenkstangen zu behandeln. Durch den Krieg gegen die Ukraine ist Energie in Deutschland und der Welt teurer geworden. Die Nachfrage nach Solaranlagen erfährt daher einen Boom. Doch können die Unternehmen die große Nachfrage überhaupt bedienen bei der angespannten Situation in den Materiallieferketten? Was die erneuerbare Energie leisten kann, sieht man im ersten Quartal dieses Jahres. Durch günstige Wetterbedingungen stieg der Ertrag im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 25%.
Solarstrom vom eigenen Dach. Immer mehr Eigenheimbesitzer wollen ihre Stromversorgung selbst in die Hand nehmen. Allerdings trifft die stark steigende Nachfrage auf Lieferketten, die wegen der Pandemie immer noch angespannt sind. So wie viele andere Branchen auch, leiden wir derzeit unter Materialknappheit. Wir gehen aber davon aus, dass das vorübergehende Phänomene sind, dass wir in der zweiten Jahreshälfte, allerspätestens im Jahr 2023, hier wieder keinerlei Engpässe mehr vorfinden werden. Solarstromanlagen lassen sich verhältnismäßig schnell planen und installieren. Der Bundesverband Solarwirtschaft fordert dennoch weniger Bürokratie und attraktivere Bedingungen, vor allem auch für Unternehmen. Wenn man sich umschaut, sieht man ja die vielen Tausenden von Gewerbedächern, die noch überhaupt nicht für die Solarenergienutzung herangezogen werden. Gerade hier muss nachgebessert werden. Dann kann sich Deutschland auch schneller unabhängig machen von Energieimporten. Was Solar- und Windenergie aktuell leisten können, sieht man an der Bilanz des ersten Quartals dieses Jahres. Das teils stürmische, teils sehr sonnige Wetter hat die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien deutlich ansteigen lassen, um fast 25% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Januar und Februar deckten die Erneuerbaren mehr als die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland ab. Laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft dürfen diese Zahlen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihr Ausbau viel zu langsam verlaufe.